Der EU-weite Impfausweis soll ab dem 1. Juli das Reisen in Europa erleichtern. Doch nicht alle EU-Länder machen von Anfang an mit. Und wegen der Ausbreitung der Delta-Variante können Staaten wieder Beschränkungen verhängen. Der Impfausweis soll das Reisen über Grenzen hinweg ermöglichen. Grundsätzlich haben alle EU-Staaten zugesichert, bei Impfpassinhabern auf Quarantänepflichten zu verzichten. Das Zertifikat besteht aus einem QR-Code, der entweder ausgedruckt oder auf mobilen Geräten mitgeführt werden kann. Eine EU-Plattform stellt sicher, dass die Echtheit europaweit überprüft werden kann. Auf Mobilgeräten kann die Corona-Warn-App verwendet werden oder die spezielle CovPass-App. Reisende können alternativ aber auch den herkömmlichen gelben Impfpass vorzeigen. Alle Mitgliedstaaten müssen die in Europa zugelassenen Impfstoffe akzeptieren. Die einzelnen Regierungen entscheiden, ob ihnen eine einfache Impfung bereits ausreicht. Bisher sind 20 der 27 Mitgliedstaaten an das System angeschlossen. Es fehlen Irland, Malta, die Niederlande, Rumänien, Schweden, Ungarn und Zypern. Grund sind technische Probleme. Mit dabei sind aber die Nicht-EU-Länder Island und Norwegen. Treten immer gefährlichere Virusvarianten auf, können EU-Länder die Notbremse ziehen und wieder Beschränkungen verhängen. So hat Deutschland gerade Portugal zum Virusvariantengebiet erklärt. Wer von dort zurückkehrt, muss für 14 Tage in Quarantäne.